Kila Salai und willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, das letzte Mal musste ich mir hier noch ein Fleckchen zum Speichern suchen. Deswegen habe ich jetzt hier schon das Tor geöffnet, weil hier sich noch Geth rumgetrieben haben und deswegen konnte ich dann nicht speichern, als ich aufhören wollte. Hab da jetzt aber nichts Großartiges verpasst. Ah, aber da habe ich eine Kiste verpasst. Da wollen wir natürlich reinschauen. So. Wird ja wahrscheinlich nur minimal was Gutes drin sein. So, jetzt können wir hier schon mal durchfahren. Die Türme da unten haben wir schön hinter uns gelassen, indem wir uns sozusagen hinten rumgeschmuggelt haben. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht mal wieder in die Lava reinfahre. So, du. Oh Gott. Der hält aber einiges aus da. Jetzt haben wir ihn. Gut. Ja, das, da ist noch irgendwo einer. Da hinten. Den können wir bestimmt auch schon auf die Entfernung. Ja, das war... Ja, geht nicht, aber den müssen wir so eigentlich erreichen können. Oder? Oder auch nicht? Doch. Okay, dann haben wir den nämlich auch schon aus dem Weg. Die macht man am besten aus der Entfernung. Denn die haben schon einigen Bums drauf. Was leuchtet da so blau? Hm? Wer hat uns denn da jetzt getroffen? Vor uns. Ach, die haben uns schon gesehen hier. Wir haben sie aber noch nicht gesehen. Okay, dann machen wir euch einfach platt, würde ich sagen. So, ich glaube, wir haben ja noch, oder? Ist das da vorne schon die Station, wo wir aussteigen müssen? Wir kommen nämlich an einer Stelle dann mit dem Marco nicht mehr weiter und müssen zu Fuß lang. Ich weiß aber nicht... Nee, das ist das noch nicht. Oha. Da ist auch noch so ein Fetter und die Kleinen, die geht mit Raketenwerfern, wenn mich nicht alles täuscht. So, und du? Machen wir dir hier Schaden, wenn wir hier... Du kannst uns mal auf jeden Fall erwischen. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Na los! Nee, ich glaube, ich muss... So. Er kann uns zwar hier durch diese Lücke treffen, aber jetzt haben wir ihn. Gut. Ja, da müssen wir jetzt gemütlich durchfahren. Damit wir endlich zu Liaras Forschungsbasis gelangen. Ach du Scheiße. Oh Mann, ich dachte gerade schon, der hängt jetzt hier fest. Bin irgendwie falsch auf den Knopf gekommen. Naja. Der Marco ist ja sowieso in der Steuerung so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Am Dienstag habe ich schon wieder eine mündliche Prüfung. Ich habe ja sowas von Lust darauf. Irgendwie habe ich mein ganzes Lern-, Motivations- und keine Ahnung, für die letzten Klausuren aufgebraucht und jetzt kann ich mich irgendwie gar nicht mehr motivieren. Naja. Wenn ich die hinter mir habe, dann ist aber jetzt erstmal endgültig vorbei. Mache ich echt drei Kreuze. Nee, da vorne müssen wir auch noch durch. Das ist doch ein Stück. Irgendwie habe ich das kürzer in Erinnerung. Aber macht ja nichts. Ich wollte noch irgendwas, wollte ich noch erzählen, aber... Hab's wieder vergessen. Tja, so ist das. Oh Mann, auch noch daneben. Dass der immer anhält, wenn man lädt. Also, auch irgendwie doof. Eieiei, also hier ist ziemlicher Widerstand.
müssen wir sagen. Cool, alle drei auf einmal geschafft. Da werden wir uns ja schon denken können, dass Liara wahrscheinlich einige Probleme hat. Ja, hier ist es jetzt. Hier müssen wir aussteigen. Wie steige ich nochmal aus der Marco aus? Gar nicht. Wieso kann ich nicht aussteigen? Ich kann nicht aussteigen, doch jetzt. Mit Q. Mit Q. Also hier können wir mit dem Marco nicht mehr weiter. Wir müssen zu Fuß. Aber natürlich, hört der Widerstand nicht auf gegen uns. Oha. Warum dreht er sich denn da so um die Ecke? Oh Mann. Tagi ist eigentlich diejenige, die gegen Gebet am besten vorgehen kann. So, irgendwo ist ein Scharfschütze, das weiß ich. Und der steht richtig fies irgendwo oben auf so einem Felsen drauf. Der darf uns nicht erwischen, sonst sind wir direkt hin. Da unten sind auch schon welche. Komme ich aber mit meiner Pistole nicht hin. Ja, da oben ist er. Da oben auf diesem Dings steht er. Mann, erstmal wieder stundenlang justieren, bis Shepard hier richtig steht, ne? Ätzend irgendwie. Und der macht sich jetzt auch noch ein Schild und überhitzt mich auch noch. Was ist mit den anderen beiden eigentlich los? Wo sind die? Würden wir jetzt gerne umdrehen. Aber die machen irgendwas. Ich hab's gerade gesehen. Komm, die er hat mich getroffen. Es ist unglaublich. Scheiße, und ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Verdammt. Ja, da, wo wir aufgehört haben. Oder beziehungsweise angefangen haben. Oh, nee, ey. Nur weil ich wieder zu faul war zu speichern, beziehungsweise es wieder nicht drin hatte. So ein verkackter Mist. Naja. Dann halt schnell nochmal hin. Was soll's. Ich muss es mir echt angewöhnen. Das gibt's nicht. Also, sonst. Genau das ist mir nämlich auf Noveria damals auch passiert. Dass ich oder es war irgendein automatischer Speicherpunkt ganz am Anfang, als man in den Marco quasi einsteigt und mich durch das ganze Schneegetümmel da durchgekämpft und dann innen drin bei den Geht draufgegangen und dann war eben der letzte Speicherpunkt ganz am Anfang, als ich in den Marco eingestiegen bin. Ja, dann habe ich auch leicht gekürzt, muss ich sagen. Aber da ist man selber schuld. Ich meine, man weiß es ja jetzt eigentlich, ne? Dass man hier speichern muss. Und die nicht alle 2 Minuten einen automatischen Speicherpunkt erstellen. Aber jetzt hier kann ich nicht speichern, weil da vorne noch irgendwie sich geht rumtreiben. Ach, das war die Stelle, ja. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal wegmachen wieder. sonst können wir das mit dem Speichern eh erstmal vergessen. Oh, der wackelt. Die Kleinen sind ja an sich schnell weg, nur wenn sie einen alle auf einmal treffen, dann hat man natürlich trotzdem ein Problem. Ach, jetzt sehe ich auch mal deine Lebenspunkte, du Koloss. Das hätte ich vorhin mal gebraucht. Er hält aber schon einiges aus hier. Die Kleine macht einem doch so ganz bisschen geht's runter. So, immer noch nicht. Jetzt. Gut. Speicherpunkt Nummer 1 gesetzt. Nochmal durch die Höhle hier durch. So, wir versuchen jetzt mal im Fahren diese Geht da wegzuballern. Aber die stehen auch noch hier so blöd um die Ecke. Ach so, nee, die kommen ja erst draußen. Na klar, dann geht das natürlich nicht. Okay, so treffe ich den nicht. Und mit der großen Wumme auch noch daneben getroffen.
Und ich habe ja noch die Ansage. Also es war ja jetzt wirklich Sterben mit Ansage. Pass auf, da ist der Scharfschütze, der steht da oben drin. Aber es ist halt auch einfach, ich will ja jetzt nicht ganz meine Verantwortung damit rausnehmen, aber es ist einfach oft dieses blöde Prinzip, dass Shepard so doof in Deckung geht. Also, beziehungsweise in der Deckung steht, aber trotzdem getroffen wird, weil man muss an den Rand, damit er um die Ecke schießen kann. Aber wenn man zu nah am Rand steht, dann wird er natürlich trotzdem getroffen. Also, naja. Also da freue ich mich echt schon auf den zweiten Teil. Da ist das nämlich wesentlich einfacher und auch ein bisschen intuitiver gelöst, muss ich sagen. Es funktioniert alles etwas besser. So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, jetzt versuchen wir mal. Ja, das ist doch ein ganz netter Speicherpunkt hier. Jetzt kann uns das nicht nochmal passieren. Ich stelle mich wieder einfach hier hinter diesem Feld. So. Ja, jetzt war ich in der Deckung. Die Rakete hat mich aber trotzdem getroffen. Das meine ich. So, jetzt kann er wieder nicht richtig. Nicht, jetzt schießt er gar nicht. Jetzt ist er gar nicht mehr in Deckung. Ja. Ich sag ja, es ist echt irgendwie richtig zum Kotzen gerade. So. Gerade noch solche Raketengeschichten sind natürlich richtig übel, weil die fetzen dir einfach mal bis auf ein bisschen die kompletten Schilde entweder weg oder das Leben. Und dann hast du halt den Salat. So. Vielleicht sollten wir den aber ich komme auf die Entfernung nicht an den Scharfschützen ran. Tja, da hätte man. Da wäre man jetzt besser Soldat. Als Soldat habe ich nämlich natürlich auch ein Scharfschützengewehr. Und könnte dies benutzen. Ich könnte ja mal Garrus. Oh, okay. Garrus ist tot. So, der schießt auch noch vor mich die Rakete. Damit ich auch ja davon getroffen werde. So, ich mache einfach mal eine Singularität hier. Reicht. Ja, hat mich trotzdem wieder getroffen. Ich habe eine ganz scheiß Position hier. Ich gehe da jetzt auch weg. Das ist mir zu heikel. Ich müsste da irgendwie runterrennen. Ich will erstmal Garrus wiederholen. Und heilen können wir uns auch mal. So, jetzt sprinten wir da runter. So, hier kann er uns doch jetzt echt nicht treffen. Ich glaube, er ist sogar hin. Oder? Auf wen oder was schießen die jetzt denn hier noch? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, irgendjemand hat ihn erledigt. Ist natürlich gut, aber ich glaube, Charlie war es jetzt im Endeffekt doch mit irgendeiner Fähigkeit. So, gut, wo gehe ich jetzt in Deckung? Gar nicht. Der geht, ist schön in Deckung da hinten. Kriege ich den mit meiner Singularität raus? Nö. Also doch. Funktioniert. Ich habe sogar die ganzen Dinger da angehoben. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ich glaube, der steht hinter dem Stein. Ja, der steht gar nicht da hinter dem. Und das ist auch noch ein Raketenschütze. Oh, aber ich habe ihn direkt erwischt. So, ich würde jetzt eigentlich gerne speichern. Ja. Weil da oben wird's enormst hässlich. Das wird richtig unschön. Da werden wir wahrscheinlich einige Versuche für brauchen. Wie ich mich kenne.
Oh ja. Oh, schön, dass sie einen auch nicht in der Deckung auftauchen lassen, sondern einfach mittendrin. So, jetzt stehe ich wieder richtig dumm. Das Problem, ja, das Problem ist nämlich, dass wir hier hinten so einen Titan oder wie die heißen stehen haben und der ist natürlich manuell ohne Marco recht schwierig. So, printen wir da nochmal hoch. Ich habe ja gesagt, dass das hier dauert, also dass wir das nicht beim ersten Mal schaffen. War mir eigentlich schon klar. Aber ich glaube, der Titan hat mich gar nicht getroffen, sondern irgendjemand anders. Nein, Cutscene können wir natürlich wieder nicht abbrechen. Wow, wo renne ich hin? Ich glaube, dass uns so ein Kleiner hier erwischt hat. Der sitzt hier nicht da oben, der Fiesling. Ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass einer von denen das war. Aber den haben wir noch schnell miterledigt. Da kann ich eigentlich ganz gut um die Ecke schießen. Aber die... diese miesen... Kirscher. Na also, den haben wir. Noch einer. Ich versuch mal... Ach, ich würde gerne einfach den nur anvisieren, dass die anderen den machen. Nicht mal das kriege ich hin. Ist das denn die Möglichkeit? Der hupst hier wie ein Flummi hoch und wieder runter. Gut, dann kümmere ich mich jetzt einfach mal um den Kampfläufer. So, ich glaube, die ganzen anderen Gate haben die anderen schon erledigt. Garrus ist schon wieder hin. Naja. Also, er bekleckert sich hier nicht gerade mit Ruhm, der Gute. So, den Kampfläufer haben wir jetzt auch. Jetzt nur noch den Pirscher. Ah ne, da ist noch ein Scharfschütze. Den hast du alleine nicht geschafft. Oder auf wen hast du geschossen, Tali? Oh Mann. Ja, das war eine gute Idee, hierher zu kommen, du Idiot. Oh Mann. Ziemlich mühsam. Naja, wenigstens haben wir es geschafft. Die Position, die ich hatte, war aber echt gut, muss ich sagen. Da bin ich gar nicht getroffen worden. So, wir haben die Aras Forschungsstation erreicht. Und ja, wir können noch reingehen. Ich heile uns mal noch. Weil wir sind noch nicht ganz safe. Was ist denn mit den anderen? Die haben ihre Waffen. Gut. Nicht, dass Tali wieder die ganze Zeit auf die Entfernung mit der Schrotflinte schießt. Ein langer beleuchteter... Ja, wir warten nämlich auch noch. Geht. Also das ganze Gebiet ist von denen geht eigentlich überrannt. Wie wir feststellen müssen. Lässt natürlich die Frage offen... Über das Schicksal von Liara. So, ich baue auf jeden Fall die Singularität weiter aus. Das Spectre-Training auch. Den Rest lassen wir mal so. Gut. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part untersuchen wir dann hier diese Ausgrabungsstätte und sehen mal, ob wir Liara finden und ob sie noch lebt. Bis dann!